Hallo und herzlich willkommen zu The Elder Scrolls Online Somerset auf dem Public Test Server. Ich bin Tom von Prealpha, schön, dass du dabei bist. Ja, hier klampft gerade die wunderbare, großartige, warte mal, wie heißt sie noch? Musikzufall. Sie ist Waldelfin, Hüterin. Ja, Musikzufall. Sie hat per Zufall herausgefunden, dass sie auf ihrem Bogen Musik spielen kann. Also auf der Seite ihres Bogens. Da kann sie ganz tolle Klänge mitmachen und nimmt demnächst auch wahrscheinlich ein Album auf mit Eric Clapton hier in Tamriel. Ist das nicht geil? So, wir sind irgendwo hier am Arsch der Welt. Ich kenne mich auch noch nicht so aus. Ich glaube, wir sind die Kathedrale der Netze. Na egal. In diesem Video soll es nur um den neuen In diesem Video zeige ich euch die neuen Fähigkeiten des Psychic-Ordens. Der Auf K zu den Fertigkeiten. Und dann schauen wir uns einfach mal die neue Skill-Linie an. Die findet sich unter dem Bereich Gilde. Dann gibt es ja hier die Diebesgilde und so. Kriegergilde, Magiergilde ist bekannt. Die Magiergilde ist aus dem Psychic-Orden hervorgegangen. Da ist er. Und der Psychic-Orden bringt uns 1, 2, 3, 4, 5 aktive Fähigkeiten mit, plus eine ultimative Fähigkeit. Und es gibt noch 1, 2, 3, 4, 5 passive Fähigkeiten, die wir auch noch immer ausbauen können. Wunderbar. Ich denke mal, wir gehen einfach mal alle nacheinander durch. Ich schmeiße dafür einfach mal alle Fähigkeiten, die ich auf der zweiten Skillbar habe, raus. Wir sind mit dem Bogen unterwegs. Komm, wir schmeißen mal alles raus. Und gehen jetzt einfach mal ganz geschmeidig alle Fähigkeiten durch. Die erste Fähigkeit, die wir freischalten können, ist die Zeitsperre. Eine Durchführungszeit von 1,5 Sekunden ist ein Bodenziel. Wir gucken aber mal. Ihr friert das Voranschreiten der Zeit in einem Bereich ein, wodurch sich das Lauftempo während der Kanalisierung von Feinden zunehmend verringert, bis sie schließlich 3 Sekunden lang betäubt bleiben, wenn die Sperre vollständig besteht. Keine Ahnung, was das bedeutet. Wir klicken einfach mal drauf. Jawohl, das ist die Zeitsperre. So sieht sie aus. Zeitsperre 2 kann ich euch leider noch nicht zeigen. Man muss es tatsächlich hier ausleveln, wie es aussieht. Na, wir gucken einfach mal. Zeitsperre. Gut, ich drücke mal die 1. Es ist ein Bodenziel. Das heißt, ich habe jetzt mal gedrückt. Jetzt sehen wir hier so einen gelben Ring. Innerhalb dieses gelben Ringes, wo ich ihn auch platziere, wird dann die Fähigkeit ausgelöst. Eine Zeitsperre. Ich gehe mal davon aus, das verlangsamt einfach. Ich werde jetzt einfach mal das Ganze auf dieses Viech hier aus... So. So, und jetzt... Na, guck mal, da bewegt er sich schon nicht mehr. Da hat er schon Probleme. Jetzt ist wieder Echtzeit. Jetzt verlangsame ich die Welt mal wieder. So. Oh, jetzt ist er raus. Oh, du Penner. Du Sack. Da ist er einfach raus. Jetzt aber. Langsam. Ja, klappt das? Kann ich das nochmal machen? Oh, das kostet viel Magiker. Aber ich bin auch auf Ausdauer geskillt. Naja, das muss man natürlich jetzt auch bedenken, wenn man mit den Psychic-Fähigkeiten unterwegs sein möchte. Es ist halt so, das sind alles Magiker-Fähigkeiten. Ne? Alleine die Zeitsperre hier, ach, das ist schon die... Oh, ich bin schon auf Zeitsperre 3, das ging aber schnell. Gerade stand da noch Zeitsperre 1, jetzt bin ich schon auf Zeitsperre 3. So schnell geht das, jawohl. Auf jeden Fall kostet das Ganze 3.978 Magiker. Und wenn wir hier mal gucken, maximale Magiker, ich habe hier nicht viel. Ne? Also im Vergleich zu meiner Ausdauer, die liegt ja hier bei 28.000, bin ich hier natürlich mit 9.550 jetzt nicht gerade. Naja, also als Zauberer gehen wir heute nicht mehr durch. Gut, es soll trotzdem mal reichen. Wir haben, oh, da ist ein Greif. Wollen wir uns für den Greifen mal die zweite Fähigkeit anschauen? Komm, wir gehen mal in die zweite Fähigkeit. Waffe erfüllen. Oh, die kostet Ausdauer. Ja, geil. Ja, geht doch. Ja, geht doch. Was interessiert mich das Gewäsch von vor einer Minute? Es gibt Ausdauerfähigkeiten auch beim Psychic-Orden. Geil. 1917 kostet es mich an Ausdauer. Ihr stärkt eure Waffen mit Macht, wodurch der mächtigste, nein, Quatsch, wodurch der nächste leichte Angriff innerhalb von 2 Sekunden zusätzlich 4.767 Schaden verursacht. Nochmal von vorn. Ihr stärkt eure Waffe, also die Waffe, die ich in der Hand habe, das ist ja dann hier mein Bogen. Und die wird mit Macht gestärkt, so. Dann wird allerdings der nächste leichte Angriff, also nur kurz die Maustaste mal antitschen, innerhalb von 2 Sekunden zusätzlich 4.700 Schaden. Das ist eine coole Nummer, das werde ich jetzt nehmen. Schwupp. Freischalten. Habe ich. Waffe erfüllen 1. Bin ich voll drin. Und dann werde ich gleich wahrscheinlich mal entspannt auf meine andere Skillbar wechseln müssen, damit ich auch diesen Greifen fertig kriege. Das sind sehr schöne Geschöpfe. Ich finde es immer sehr traurig, die angreifen zu müssen. Ich würde sie viel lieber reiten. Also auf den fliegen. Das wäre toll, oder? Oder kommt er schon? Erstmal frieren wir die Zeit ein mit der 1. Jetzt verstärken wir die Waffe mit der 2. Jetzt greifen wir mal an und versuchen das Baby mal hier... Achso, ich muss ja leichte Angriffe machen. Leichte Angriffe war das ja bei der Fähigkeit. Leichte Angriffe...
Ich finde das immer klasse. Der Bär, der zieht die Aggro. Können wir das nochmal machen? Nochmal. So, und jetzt werden wieder leichte Angriffe machen mehr Schaden. Über 2 Sekunden. Sehr cool. Und er hat nichts dabei. Sehr schön. Wir können mal ein bisschen hier das Interface ein bisschen aufmotzen, damit wir auch genau sehen, was da eigentlich passiert. Per Kamera? Nein, wo war das? Spielwelt? Nein, da war es nicht. Kampf. Kampf. Ich blende mal jetzt hier unten die Leiste ein. Attribute können wir auch mal anzeigen. Wir können jetzt auch mal zeigen, wie das Ganze hier aussieht. Das machen wir auch. Kampfereignisse machen wir. Und hier immer anzeigen. Das wollte ich. Das ist cool. Wir können auch noch die Lebensleisten über die Köpfe einmachen. Ist auch mal schön. Ich mag es nicht, aber für das Video soll es mal reichen. So, jetzt habe ich nämlich hier am unteren Bildschirmrand auch, hier wird angezeigt, welche Fähigkeit gerade aktiv ist. So, suchen wir uns noch einen nächsten Gegner da. Probieren wir das nochmal aus. Ich drücke jetzt nochmal die Zeitverlangsamung, Waffe verstärken und jetzt kann ich mit leichten Angriffen ein bisschen was reißen. Ja, wir machen 5000. Ja, es kommt hin. Zwischendurch machen wir durchaus zwischen 3000, dann zwischendurch dann plötzlich 5000 Schaden. Das ist nett. Gefällt mir. Okay. Hier ist noch einer. Gucken wir hier nochmal. Zeit verlangsamen. Ich hau drauf. 3000, 3000. Jetzt wieder 5000. Super. Also es klappt. Es klappt. Und wir sehen hier auch am unteren Bildschirmrand wieder die Fähigkeiten runtertickern. Mit der Zeit. Sehr, sehr schön. Gut. Oh, was ist das denn? Oh, fuck. Das sind Oberbosse da. Also hier Weltenbosse und so. Jetzt muss ich husten, das werde ich gleich schneiden. Wieder in die Fertigkeiten gegangen. Und wir schauen uns die dritte aktive Fähigkeit an. Und das ist Beschleunigen. Diesmal wieder eine Magiker-Fähigkeit. Ihr verzehrt Raum und Zeit um euch und erhaltet... Achso, ihr verzehrt... ihr verzehrt Raum und Zeit um euch und erhaltet so 3 Sekunden lang größere Schnelligkeit und 12 Sekunden lang kleinere Kraft, was euer Lauftempo um 30% und euren verursachten kritischen Schaden um 10% erhöht. Ja, holla die Waldfee, das nehme ich mit. Beschleunigen. Cool. Jetzt brauchen wir noch irgendeinen... Warte mal, wir können es einfach mal so ausdrücken. Ich drücke mal die 3, Moment. Schwupp. Yay, und jetzt laufe ich. Speedy Bee, Speedy Bo, die schnellste Maus von Mexiko. Nett, 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 nett. Gefällt mir. Da ist auch wieder ein Greif. Den geben wir jetzt mal wieder Saures und wir werden dann auch mal gucken, ob das Angriffstempo und überhaupt das alles so geil kommt. Erstmal die 1, das heißt also, wir machen jetzt wieder diese Zeitsperre. Waffe verstärken, wir werden schneller und jetzt geben wir richtig Gas. Jawohl, mein Freund. Das ist richtig aufs Maul. So, wir machen das nochmal. Schneller werden. Oh ja, guck mal, wie schnell ich hier unterwegs bin. Boah. Sauber. Rohlederfetzen. Gut. Also, die 3 macht uns schneller und verstärkt uns ein bisschen. Der kritische Schaden wird auch um 10% erhöht. Ist nett. Ist nett. Ich wäre jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsfähigkeit, zumal sie natürlich auch wieder Magikakaos kostet. Ja, ist nice. Ist okay. So, schauen wir uns die nächste Fähigkeit an. Die Wundpflege. Angeblich kommt die sofort, kostet wieder 2295 Magika. 3 Sekunden lang wird sie gewirkt. Ihr nutzt die Riten von Moavita und ersetzt euren nächsten leichten oder schweren Angriff innerhalb von 3 Sekunden mit Heilungsfähigkeiten. Ein leichter Angriff stellt 10 Sekunden lang insgesamt 1032 Leben wieder her. Ein schwerer Angriff stellt alle Sekunde jeweils 2314 Leben wieder her, solange ihr ihn ausführt. Okay, das ist also nichts anderes als ein... ja, ein Heilbuff sozusagen, bei leichten und schweren Angriffen. Oh, jetzt habe ich den gar nicht ausgesucht. Moment, ausgewählt, Entschuldigung. Wundpflege, natürlich holen wir uns den jetzt. Also, die Wundpflege ist auf der 4. Auf der 4. Auf der 4 natürlich. Da oben ist eine Riftnatter. Ich hol dir mal runter. Jetzt kommt er. So, dann drücken wir mal die 4. Und jetzt müsste ich eigentlich mit jedem leichten Angriff auch geheilt werden. Das hat jetzt nicht, konnte man jetzt nicht ganz so gut sehen, weil die Riftnatter schon... vorzeitig das Zeitliche gesegnet hat. Oh, Rang 3 bei Waffe erfüllt. Super. Suchen wir uns hier nochmal einen Kleinen. Ist irgendwo hier jemand? Hallöchen. Hallo. Ein ganz kleiner Khajiit. Ganz kleiner Khajiit. Ne, das ist gar kein Khajiit. Was ist denn das? Das ist ein Ringbeutler. Ein Beutlin. So, was haben wir hier? Da hinten kommt doch einer. Ein Salamander. Ich greife den Salamander mal an.
Und jetzt steht er in der Luft. Das ist natürlich doof. Du sollst mir Schaden machen. Komm her. Jawohl. Anders als das funktioniert so nicht. Oh, schöne Ecke. Schöne Ecke. Hier ist ja schön. Guck mal. Oh, hier war ich noch nicht. Ah, geil. Oh, ich mag Brücken. Nein, das ist schön. Sehr, sehr schön. Oh, da ist was. Warte, Moment. Ich muss. Ja, da bin ich so Monk. Moment. Diebesgut. Zack, 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 zack. Alles mitnehmen. Ihr nehmt mich alles mit und ich bin Finderlohn. So, nochmal die 4 drücken. Und dann leichte Angriffe heilen mich dann. Auch schwere Angriffe heilen mich. Macht gerade keinen Sinn, weil ich gar keinen Schaden nehme. Ich gehe aber mal davon aus, dass die Fähigkeit funktioniert. Ich habe da jetzt keinen Bock, das 30 Jahre auszuprobieren. Oh, da ist noch einer. Moment. Drücken wir nochmal die 4. Schon platt. Das geht alles sehr schnell hier. So. Dann setzen wir uns mal hier ins hohe Gras. Oh, da ist noch einer. Moment. Oh, Waffe verstärken. Und ich bin schneller. Speedy Bee, Speedy Bo, die schnellste Maus von Mexiko. Jawohl. Oh, das sind aber ganz viele hier. Verdammt. Ah, diese fucking Biester. Geht weg. Geh. Oh, das sind aber viele. 3, 4, 5. Geht weg. Geh weg. Weg, 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 weg. Ah. Boah, Drama. So. Schauen wir uns die nächste Fähigkeit an. Und zwar die letzte aktive Fähigkeit im Psychic-Orden. Das Meditieren. Ihr konzentriert Körper und Geist in einem meditativen Zustand, also ihr schlaft. Alle eine Sekunde erhaltet ihr 1425 Leben und 1320 Magicka und Ausdauer. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Ihr bleibt im meditativen Zustand, bis ihr diese Fähigkeit erneut einsetzt oder unterbrochen werdet. Oh, das klingt aber sehr spannend. Das könnte mal eine richtig geile sein. Moment. Ist ausgewählt auf der 5. Ich schicke mal ganz kurz meinen Kumpel nach Hause. Ich will das einmal ganz kurz alleine erleben, weil der macht schon eine Menge. Er macht viel Freude, so ist es ja nicht, der Waldbär. Aber jetzt gerade möchte ich ganz kurz mir die Fähigkeit in Ruhe mal anschauen. So, hier ist eine Riftnatter. Ich touch die mal an. So. Und jetzt wird er ja natürlich, denke ich, angreifen. Genau, er macht Schaden. Wir sehen es auch. Oh Mann. So, verpennten, oder? Da kommt er wieder. Oh mein Gott, das wird ein langer Abend. Ah, jawohl, jetzt aber. Ja, geht doch, geht doch, geht doch, geht doch. Komm, kotz mich an, kotz mich an. Jawohl, du kleiner Spucker. Mal nochmal, komm. Jetzt aber. Ja, das geht doch. Und jetzt werde ich einfach mal meditieren. Ich drücke die 5 und dann meditiere ich und es gibt Heilung. Man kann es unten sehen. Ne, die Pfeile zeigen es an hier. Ich mach's nochmal. Passt auf, Kinders. 5 drücken. 5. Warum geht das jetzt nicht? Jetzt geht's nicht. Ich kann die 5 nicht drücken. Das war komisch. Ich gehe mal weg. Jetzt geht's. Und jetzt sieht man unten am Bildschirmrand, wie Heilung wieder, ja, sich regeneriert. Das Ganze müsste dann mit Ausdauer und Magicka auch funktionieren. Das heißt, wenn ich in diesem meditativen Zustand bleibe, bin ich im Grunde genommen unverwundbar, bis er mich irgendwie aus dieser Meditation herauskriegt. Ich weiß nicht, wann ihm das gelingt. Vielleicht ist er auch ein zu kleiner Gegner. Ich denke mal, so ein Boss, der wird mich da sofort wahrscheinlich brechen können, oder? Das ist cool. Das gefällt mir. Da schwebe ich so rum. Nice. Dann kann man so lange warten, bis alles wieder gut ist. Dann drücke ich jetzt die 2. Oh, jetzt habe ich so einen Schutz. Habt ihr gesehen? Oh, hier, so ein Schutz. So eine Schutzkugel. Oh, das ist ja cool. Aha. Wie kommt es? Wo kommt die her? Das ist ja nett. Ich halte das mal gedrückt. Ich habe mal die rechte Maustaste gedrückt und guck, was passiert. Dann nimmt man schon Schaden, aber man ist ein bisschen geschützt. Man ist ein bisschen geschützt. Ein bisschen ist man schon. Ich meditiere nochmal. Meditieren. So, geht doch. Guck mal. Und alles wieder gut. Das ist ja nett. So, ich werde nochmal die Zeit verlangsamen. Da hängt er. Jetzt werde ich mich buffen. Und leichte Angriffe machen dementsprechend wieder mehr Schaden. Oh, da bin ich gestolpert. Oder was war da los? Das hier finde ich witzig. Was ist das? Wo kommt das her? So, dann gucken wir nochmal wieder hier in die Fertigkeiten. Wir können die Zeitsperre verbessern. Schau mal hier. Können wir upgraden. Wählt eine Veränderung für die Fähigkeit Zeitsperre. Negiert auf betäubte Feinde gewirkte Heilung. Das ist nett. Was macht das?
Entfernt die Vorbereitungszeit, aber es dauert länger, bis Feinde betäubt werden. Ah, dann finde ich, glaube ich, diese Version hier schöner. Oder? Oder? Entfernt die Vorbereitungszeit. Das wäre eigentlich ganz gut. Das geht dann sofort. Ah, ich nehme mal das. So. Okay. Ich höre doch schon was. Irgendwo habe ich was gehört. Da hat irgendjemand geknurrt. Irgendeiner ist in der Nähe und ist damit nicht einverstanden, dass ich hier spazieren gehe. Wo ist denn der? Ich habe ihn doch gehört. Na egal. Komm mal her, Salamander. So. Auf der 1 die Zeitsperre wieder gemacht. Das heißt, er kann sich da nicht... Er ist aber relativ gut rausgekommen. So, jetzt müsste es aber gehen, oder? Jawohl, jetzt hängt er fest. Jetzt verstärke ich mich. Ich meditiere mal ganz kurz, um mich zu heilen und Magicka aufzufüllen. Jetzt mache ich den Speedy. Ja. Schon cool. Also man kann damit schon was... Kann damit schon was reißen. Oh, ich habe eine Waldelfin, irgendwas, Kopf schwer und verdorbenes Feld. Da geht schon einiges, finde ich. Gut, schauen wir uns auf die Ultimative an, dann entlasse ich euch. Die ist nämlich richtig, richtig cool. Die sogenannte Fähigkeit rückgängig. Blöder Name. Ich finde sie, glaube ich, im Englischen heißt sie Undo. So wie man, ja, so ein bisschen wie der Steuerung Z, wenn man so in Photoshop oder im Schreibprogramm oder sonst wo, ne, wenn man was rückgängig machen will, drückt man ja Steuerung Z. Und genau so ist das hier auch. Man macht etwas rückgängig. Ihr macht nämlich einen Schritt zurück in der Zeit und setzt euer Leben, Magicka, Ausdauer und Position auf den Stand von vor 4 Sekunden. Das heißt, wir machen hier eine Zeitreise. Finde ich mega. Hierfür suchen wir uns ein richtig cooles Örtchen. Das könnte hier sogar schon ein richtig cooles Örtchen sein. Warte mal. Oh, fick dich. Ich komme die Truhe nicht hoch. Da suche ich uns eine schöne Ecke für. Ja. Ich habe mich einfach mal hier oben auf so einen Stein hier gestellt. Es ist jetzt zwar nicht mega tief, das heißt, also, wenn wir hier runterstürzen würden, würden wir uns wahrscheinlich nur eine kleine Prellung holen. Aber ich möchte ganz gerne einmal kurz versuchen, hiermit diese tolle Fähigkeit vorzustellen, die wir jetzt auf der Taste R haben, die ultimative Fähigkeit, mit der wir in die Zeit zurückreisen. Ich werde jetzt einfach hier runterhüppen und dann werde ich einfach mal mittendrin diese Taste, oh shit, diese Taste R mal drücken und dann mal gucken, was passiert. So. Genug rumgestottert, ich scroll noch mal ein bisschen raus und jetzt geht's ab mit Geronimo. Das hat ja super funktioniert. Ich habe nämlich jetzt nicht R, sondern T gedrückt. Das war doof. Aber wir haben festgestellt, wir werden nicht dran sterben. Wir runterhüpfen, verfahrend. Oh, da ist eine Kiste. Komm, wir machen es nochmal. So. Jawohl. So, wir können auch hier vielleicht runterstürzen. Was haltet ihr davon? So, jetzt aber mit Ansprung. Ah. Ach komm, wieder zurück. Yep. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Da bin ich runtergefallen, R gedrückt und alles wieder gut. Ist das nicht geil? Finde ich mega. Dann gibt es natürlich auch noch die passiven Fähigkeiten. Also neben diesem tollen hier, wir springen mal in die Zeit zurück, haben wir natürlich hier auch noch passive Fähigkeiten. Da haben wir einmal Sehen des Ungesehenen. Der Einblick, den ihr durch den Psychic Orden erhaltet, gewährt euch Einsicht in die spirituelle Welt. Ihr könnt nun in Spalten ganz Tamriel integriert. Ja, ihr werdet so kleine leuchtende, flackernde Fackeln sehen sozusagen. Also so ein Licht, was einfach in der Spielwelt vor sich hin flackert. Und das ist im Grunde genommen wie eine Truhe, die man findet. Da sind tolle Sachen drin. Da können schon mal Rüstungsteile drin sein, Waffen drin sein, Gold drin sein, Seelensteine drin sein, einfach aller möglicher Klumpatsch. Seht ihr das? Super. Einfach hinrennen, einmal kurz aktivieren und dann könnt ihr das nehmen. Hellsicht. Verringert die Kosten von Fähigkeiten des Psychic Ordens um 15%. Das sind die hier. Kostet alle ein bisschen weniger. Cool. Magiesphäre. Wenn ihr im Kampf eine Fähigkeit des Psychic Ordens einsetzt, erhaltet ihr eine Magieladung. Mit 5 Magieladungen entsendet ihr eine Magiesphäre, die dem nächsten Feind 1285 Magieschaden oder 2606 Schaden zufügt, je nachdem welcher Wert größer ist. Generiert ihr 10 Sekunden lang keine Magieladung, gehen diese verloren.
konzentrierte Barriere. Solange ihr eine Fähigkeit des Psychic-Ordens ausgerüstet habt, erhaltet ihr beim Blocken einen Schadensschild, der bis zu 5000 Schaden abfängt. Der Schadensschild regeneriert sich zu voller Stärke, wenn ihr 10 Sekunden lang nicht blockt. Das ist das, was ich mich schon gefragt habe. Rechte Maustaste gedrückt halten, dann seht ihr hier diesen lustigen Ball um mich rum. Das ist das Schadensschild. Sehr cool. Den gibt es über eine passive Fähigkeit. Klasse. Das war also hier. Ne? Die konzentrierte Barriere. Würde ich auf jeden Fall ausbauen, wenn ihr mit den Psychic-Fähigkeiten hier was reißen wollt. Dann haben wir hier noch Bedacht. Solange ihr eine Fähigkeit des Psychic-Ordens ausführt oder euch auf eine solche konzentriert, erhaltet ihr größeren Schutz, was euren erlittenen Schaden um 30% verringert. Klingt auch nice. Okay, das war's. Das waren die Skills des Psychic-Ordens. Klingt alles sehr geil. Müsst auch gucken, was für euch da Spaß macht. Da wird jetzt nicht das Rad neu erfunden. Ne? Also auf der 1, was haben wir hier? Damit können wir eben halt den Gegner ein bisschen verlangsamen. Mit der 2 buffen wir uns und verstärken uns ein bisschen. Mit der 3 können wir schneller laufen. Solche Fähigkeiten kennen wir auch von anderen Klassen. Oder so, das ist also jetzt nichts, wo ich sage, ui, das haben wir noch nie gesehen. Auf der 4, was war nochmal die 4? Hab ich schon wieder vergessen. Seht ihr? So, das konnte ich mir gar nicht merken. Wundpflege. Ah, das war hier so ein bisschen Heilung, wenn man hier und so, ne? Oder? War das Heilung? Mist. Muss auch lesen. Leichte oder schwere Angriffe von 3 Sekunden Heilungsfähigkeiten. Ja, wird ein bisschen geheilt. Wirklich spannend. Cool finde ich die 5. Mal eben kurz hier alles wieder auf Vordermann bringen unten. Magiker, Leben und Ausdauer. Das ist eine geile Fähigkeit. Gefällt mir sehr gut. Und, die ultimative, mit der man einfach kurz 4 Sekunden in die Vergangenheit zurückreist. Ja, ist auch nice. Macht mal Spaß. Wird sicherlich nicht meine Lieblingsfähigkeit. Aber ist trotzdem nett. Okay, wo befinden wir den Psychic-Orden? Beziehungsweise, wie können wir überhaupt diese Fähigkeiten bekommen? Ganz einfach. Wenn ihr einen fertigen... Oh, Moment. Wenn ihr mit einem fertigen Charakter später hier nach Somerset kommt, dann müsst ihr natürlich hier die Quest beginnen. Die beginnt hier mit Rasum da. Und diese Einführungsquest müsst ihr spielen, um überhaupt die Einladung nach... Arteum zu bekommen. Hier ist er. Arteum. Hier spielt sich alles ab, Psychic-Ordensmäßig. Und dort werdet ihr dann eben halt auch ja, eine Aufgabe bekommen, einen Auftrag bekommen. Ihr sollt Risse in der Zeit schließen. Und das müsst ihr hier machen. Das ist dann hier auf ganz Somerset hier verteilt. Hier sind die Risse, die müsst ihr dann schließen. Und dann bekommt ihr dann eben halt dann auch dann die Möglichkeit, dem Psychic-Orden beizutreten. Dann seid ihr ein Ordensmitglied. Und wenn ihr dann glaubt, ja geil, jetzt kann ich hier endlich rumrocken. Nee. Dann habt ihr zwar diese Fähigkeitenlinie hier freigeschaltet. Ihr müsst aber dann trotzdem noch weitere Aufgaben für den Psychic-Orden erfüllen, damit ihr dann eben halt hier auch leveln könnt und diese Fähigkeiten nutzen könnt. Also tatsächlich an diese Fähigkeiten heranzukommen, dauert ein bisschen. Dauert ein bisschen. Und ihr müsst auf jeden Fall Somerset haben. Wie gesagt, wir spielen hier auf dem Public Test Server im Moment. Aber im Juni dürfen wir dann ja endlich alle. Und dann können wir endlich hier nach Sommers End zu den Hochelfen, zu den arroganten Rassisten. Und ein bisschen Spaß haben. Es ist einfach nur Bildschirm. Ach Mist, ich wollte jetzt hier über die Brüstung hüpfen. Und dann nochmal rückgängig. Aber ich bin zu klein. Waldelfen sind ja ein bisschen kleiner. Ich komme noch nicht mal hier über die Kindersicherung. Verdammt. Ich komme nicht rüber. Ich will aber. Ich will. Verdammte Kacke. Ah!